So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu A Bird Story. Wir sind beim letzten Mal ja hier stehen geblieben und haben ein armes kleines Vögelchen gerettet. Bringen wir das Vögelchen mit zu uns nach Hause. Denn beim Tierarzt war leider keiner. Ah, und hier dürfen wir keine Tiere halten. Oh oh. Bleib ganz still. Okay. Sehr schön. Du bist runtergefallen gerade. Hoffen, dass der Vogel hier im Aufzug kann. Wir haben gar nichts gesehen. Ne, ab zu unserer Wohnung. Wir stehen hier einfach nur so rum. Wir haben nichts gemacht. Wir warten hier einfach nur. Da haben wir es auch schon geschafft. Scheint auch wieder keiner zu Hause zu sein. Ein Zettel am Kühlschrank. Also sollen wir erstmal ins Badezimmer. Aufhängen hier. Ah. Jetzt Licht anschalten. Wenn ihr nicht durch eine. Ah, auf den Stapel der sich hunderten Notizen. Ob es Mutter oder Vater ist, glaube ich, nehme mal an, nur einer von beiden. Mit dem Kleinen mal. Oh. Ich glaube, er hat Durst. Wollen wir ihm noch mal was zu trinken? Wunderbar. So, dann hat der kleine Mats auch was Leckeres zu trinken. Und jetzt braucht der Kleine noch was zu essen. Komm. Fein. Nur weil ich so rede, heißt das nicht, dass ich mit dir rede. Brauchst du eine Anzahlung? Ja, das ist gerade richtig glücklich, dass er mal glaube, was anderes zu tun hat, als seinen ewigen Tagesablauf, den er sonst so hat. Jemand hat, um den er sich kümmern kann. Sehen?
Okay. Ja, dann würden wir das tun. Aussicht war eigentlich ganz in Ordnung von dem Balkon. Dann kann ich mitfliegen. Hier sitzt er noch. Ach du grüne Neune. Dafür kann man einen Regenschirm auch verwenden. Fahren wir mal in diese Richtung. Zum Kia zurück. Gucken, ob jemand da ist. Bringen. Alles gut.
werde jetzt Arzthelfer anfangen. Ah, und jetzt braucht sie Verband hier. Willem, lass es. Fuck, weg. Ob das so richtig war? Da bloß nicht runter. Krankes Vöglein. Wieder ein neuer Morgen. Schön auf dem Kopf gelandet. Junge hat endlich einen Spielgefährten gefunden. Aber ich glaube, der freut sich mega. Geht ja auch die Augen zusammenknallen. Ein Hund. Anscheinend ja auch niemand mit, dass er diesen Schlüssel hat. Wenn hier jemand zu Hause ist. Oh Gottchen. Da springt noch jemand gerne in Pfützen. Ja, egal. Bravo, das geschafft. Ach. Da haben wir uns dann auch gleich eine Kette eingefangen.
empfohlen, Clemens. Frag mich, wie lange das... Dass dem Kleinen was passt. Das ist eine Entenfamilie. Aber ich ganz klein irgendwo. Jetzt. Und gesehen. Ein Hund. Wir brauchen aber vor Zahlen. Also geht. Dass der Partner ist oder Elternteil vielleicht. Weiß es nicht.